3 Tage eintauchen in eine fremde Welt, mitten in der Schweiz. Ich weiss wie immer nicht, wo es hingeht. Finden wir jetzt gerade raus. Oi, 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 oi. Was ist das? Ach du Scheibenkleister. Das sind Thermofinken. Stylefaktor unter Null. Und ich habe eine Adresse bekommen. Und zwar Falkenstrasse in Zürich. Das ist eher eine teure Adresse in Zürich. Einfach so, das sieht so ein bisschen nach Untergeschoss aus. Nach, du bist die, die dort hockt, die nie zu ihnen kommt, wo es kalt ist und alle Menschen bleich sind. Also, 3, 2, 1, gehen wir. Es geht Richtung Zürcher Innenstadt. Bahnhof Stadelhofen. Also das wäre übrigens das Opernhaus, einfach nur so. Sonst machen wir eine kleine Stadtführung. Die Mona ahnt noch nichts. Schau jetzt hier. Falkenstrasse. Ich suche die Falkenstrasse 1. Ist das da? Ja. Hast du eine Ahnung, wo ich mich echt hier melden muss? Da gerade um die Ecke, bei der Pforte melden. Ja. Hey, nein, wir gehen ins Opernhaus. Uiuiui. La donna è mobile. Guten Morgen. Ja, genau. Herzlich willkommen im Opernhaus. Wir sind hier im Minus 1, ins Minus 3 runter und dort der Pfeile nach. Ui, nein, ich sehe schon Menschen, die nur Unterhosen haben. Nein, da. Oder nicht? Hat er etwas an? Ich weiß nicht, darf ich. Sind wir jetzt hier richtig oder falsch? Mitten in ein Balletttraining bin ich geplatzt. Hallo! Nice to meet you, Mona. There is Daniel. Und dort ist der Daniel. Ah, der Daniel. Exactly. Hallo. Er spricht ein bisschen. Guten Morgen. Ich bin Mona. Freue mich. Das freut mich sehr. Ja. Aber ich muss nicht mittanzen. Wenn du willst, kannst du schon. Nein, ich habe das gesehen. Das wäre wie wenn ein Pony unter Araberpferden tanzen würden. Irina ist übrigens meine Frau. Wir sind verheiratet. Yes. Was, ihr seid verheiratet? Ja. Ja. Nein? Ja. Ah, wirklich? Ja. Okay. Die Wärmefinken aus der Box, erfahre ich, gehören übrigens der prima Ballerina, der Julia. Julia, right. Ja. Deutsch, Englisch. Ja, ja. Super, also mein Deutsch ist nicht super, aber ich verstehe. Das ist super. Wo waren Sie? Das sind deine. Ja, natürlich. Ja, sie sind sehr wichtig. Wirklich? Ja, ja, ja. Warum? Also, meine Füße bleiben sehr warm mit diesem schönen Objekt. Ja, aber man hat mir gesagt, Julia, du bist hier Solistin. Ja. Das heißt, du bist eine der Besten. Also, schwierig, das zu sagen. Ich glaube, sage nicht ich, sagen die anderen. Nein, es ist. Ich glaube, also, es ist wirklich eine gute Truppe und wir machen schöne, schöne Dinge zusammen. Ja. Genieße es dann. Die Mona Fetsch 3 Tage im Ballett vom Opernhaus Zürich. Auf nichts vorbereitet, aber auf alles gefasst. Das ist Mona mittendrin. Und schon geht es weiter. Es sind gerade besonders strenge Tage für das Ensemble. Jeden Abend haben sie eine Vorstellung und am Tag Probe. Und ich bin von der ersten Sekunde an verzaubert. Beim Zuschauen kommen mir aber auch Negativschlagzeilen über das Ballett in Sinn. Über Essstörungen, Psychoterror oder Drill an Ballettschulen. Die Leichtigkeit. Ich glaube, ohne extrem viel Leiden kommst du nie an den Punkt. 50 Tänzerinnen und Tänzer sind in dieser Truppe in Zürich. Wer es hier schafft, gehört zu den Besten der Welt. So wie Julia. Die Italienerin ist 39, seit 12 Jahren in der Company und x-fach ausgezeichnet. Jetzt ist der Moment für die Schuhe. Das ist super, weil das tut weh. Und
also in dem Moment, die Füße können endlich entspannen. Und ja. Einen ganzen Tag mit Spitzenschuhe, es kann natürlich wehtun. Aber es sieht auch anstrengend aus, oder? Also ich meine körperlich auch, ja, oder? Ja. Was ist schwierig mit unserem Kunst ist, dass wir müssen immer zeigen, keine Effort, ja. Also alle keine Anstrengung, oder? Wir ja. müssen also sehr ja. natürlich und eine Lachen haben, aber dann auch wenn es wehtut, schon anstrengend natürlich. Ja, so. Knallhart. Tänzer sind Künstler und Profisportler in einem, sagte Daniel. Der Engländer ist auch Solotänzer, 35 und Tourgast in der hauseigenen Physio. Pain in my knee, like above the knee, yeah. in here. Yeah. So I think it's mostly just tightness. Yeah. So just to release. We start a piece up. Okay. Also meine Erfahrung. Kommen hier ab 19, 20 mhm. vom Junior Ballett. Und die haben schon Probleme. Überall. Eigentlich es gibt nicht ein Problem. Oder Schmerzen gehören dazu? Ja. Es kann sein, dass ich einen Tag ohne Schmerz habe und dann bin ich sehr froh. Okay. Aber ja, ich merke mit meiner Alter jeden Tag, es gibt etwas und die Sachen, die kommen. Die bleiben. Aber ich liebe meinen Job noch, obwohl es hart ist. Und zum Beispiel heute Abend, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich sehr, sehr froh und dass ich fühle mich frei. Und ja, dann man sieht dort das Publikum und wir kommen Applaus dazu. Und ja. Es ist wirklich toll, dieses Gefühl, auf der Bühne zu sein. Und vielleicht deswegen. Is it better? Let's see. Der Alltag ist durchgetaktet. Punkt 13:30 gibt's zum Mittag. Ich weiß nicht, was wir heute haben, aber schauen wir. Es gibt so ein Buffet. Ja. Ich dachte, ihr dürft alle nur Joghurt und Äpfel essen. Nein, nein, wir müssen unbedingt essen. Ja. Schoki? Schoki auch, ja, gerne. Gerne. Also ein guter? Ein guter. Julia stößt auch kurz dazu. Sie kommt gerade aus einer Probe für eine neue Hauptrolle. Jetzt hast du ja noch einmal eine Rolle. Du bist Mutter. Ja. Du hast zwei Kinder. Ja. Wie alt? So 4 Jahre und 6 Monate. Okay. Ja. 6 Monate? Ja. Ah, 6 Monate. Und ich habe deinen Bauch gesehen. Ja. Ja, ich habe ein Glück, glaube ich auch. Also ich natürlich habe viel gearbeitet so. Zurück in meinem Körper zu sein. Aber ja, ich glaube, wir haben so, ich habe gesagt, wir haben so viele Jahre unter mir, wo ich so viel gearbeitet habe, dass es gibt eine Erinnerung in unserem Körper. Ja. Und das hilft. Ja. Aber das ist immer noch unglaublich, so schnell zu sein wieder bei der Arbeit. Aber schwanger sein ist das eine, Mutter sein ist etwas anderes, ja. oder? Also du musst schon weiter, ja, gell? Ja, ich muss schon gehen. Ich was musst meinen du? Meinen Kleinen abholen. Das ist auch schön. Wenn ich Vorstellungen habe, ich probiere Zeit zu genießen mit den Kindern, weil es ist schon schwierig, nicht am Abend dort zu sein. Und so, dass zumindest ich habe ein bisschen Zeit am Nachmittag mit Ihnen. Ja. Daniel, see you later. Ciao. Mutter und Profitänzerin. Julia beweist, auch das ist möglich. Ein paar Stunden später läuft schon der Countdown für die Aufführung vom Abend. Ah, da ist meine Frau. Hi. Oh, thank you. Ah, oh, thank you. All right, see you later. Thanks a lot. Also, was hat sie gebraucht? Brett Duval, weil ich ein bisschen erkältet bin. Ah, wow. Das ist deine Garderobe? Ja, das ist unsere Garderobe. Vielleicht ein bisschen mehr Licht, oder? Ja? Ja. Ja, jetzt sehen wir mich wenigstens. Du siehst gut aus. Merci. Wir haben heute Abend nicht viel mehr an. What are you wearing on stage? Nur das Tattoo und Pants. Okay. Do you get used? Gewöhnt man sich eigentlich daran, fast nichts anzuhaben? Ja, man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn du tanzt, dann vergiss es.
Mit jedem Mal, wo wir das Stück aufführen, gewöhnt man sich ein bisschen mehr daran. Und vielleicht geht man dann noch ein paar Mal extra ins Gym. Aber jetzt ist es einfach völlig normal. Schminken tun sich hier alle selber. Frisur und das Rückentattoo gibt es dann hier drin. Hi, hallo. Hier lerne ich den Juan kennen, aus dem Junior Ballett, der Nachwuchstruppe vom Ballett Zürich. Er kommt aus Kolumbien, ist 21 und seit einem Jahr dabei. Juan, come to me, but we are just finishing Ricardo. And you were like always dreaming. Hast du schon immer davon geträumt, Balletttänzer zu werden? Ja. Yeah. Really? Ja, mein Bruder ist auch Balletttänzer. Okay. Er arbeitet in Amsterdam und ist 6 Jahre älter als ich. Ich wollte immer so sein wie er. Und was ist dein Ziel? Ich will später Solist werden. Für das musst du hart arbeiten. Ich gebe mein Bestes. Mal schauen, ob es klappt. So yeah, I will try to do my best and see what is gonna happen. Mm-hmm. But yeah. Man sagt, der Körper sei das Instrument von Tänzer. Bei diesem Stück heute ist er auch die Leinwand. You're done? Thank you. You're welcome. See you later. See you later. With Greta. Hello. Hi, are you Greta? Greta, 22, ist auch im Junior Ballett. Let's go. Gehen wir hinter die Bühne? Selektion ist hart. Für die neue Saison haben sich beim Opernhaus 3000 TänzerInnen aus aller Welt beworben. 18 sind genommen worden. Die Greta hat ihre Zusage vor 2 Jahren bekommen. The dream becomes ein Traum ist wahr geworden. Ich bin so glücklich. Super happy and excited. Wow. Like, I had tears. Ich habe gerannt vor Freude. Yeah. When I was in Colombia. In Kolumbien, an der Ballettschule, waren wir 30 gewesen. Von denen sind heute 3 Profitänzer. 3 professional ballet dancers from 20 people, you know. So it's like. Was ist mit den anderen? Die machen andere Sachen, sind an der Uni oder machen sonst Karriere. Sie haben es geschafft. Greta und Juan stehen als Profitänzer auf der Bühne. Heute Abend zum Beispiel im Stück «Angels Atlas». Ein Ballett über die Vergänglichkeit. Mit magischen Bildern. Was Daniel, Julia und ihre Truppe zeigen, ist schlicht Weltklasse. Von dem Stück sind immer noch sehr präsent bei mir am nächsten Morgen. Ich bin auf dem Weg zu der Greta und dem Juan. Sie wohnen zusammen mit 6 anderen aus dem Junior Ballett in einer WG. Rheingold, Walküre, Meistersinger, Tannhäuser. Wir sind am richtigen Ort. Aber ob sie schon wach sind, ist die andere Frage. Oh. Hey, good morning. Hey, welcome. Thank you so much. Wow. Wie war es gestern? It was nice. Es war schön. Für den Körper ist es ziemlich hart. Wir sind viel am Boden unten. Anstrengend für die Beine. Wir sind viel am Knündeln und am Kriechen. Es war unglaublich. Das zu morgen. Extra für mich oder essen die sonst auch so?
Mein Morgen sind Guetzli, ich bin Italienerin. Ich würde Kaffee und Guetzli nie gegen Joghurt oder so austauschen. I don't believe that. You're eating Guetzli zum Morgen. Aber habt ihr so etwas weißt, wie einen Essplan? Das haben wir nicht, aber natürlich, wir schauen zu unserem Körper. Er muss in bester Form sein, damit wir Verletzungen verhindern können. Und mit dem Gewicht? In der Ballettschule früher ist es schon vorgekommen, dass man Mädchen gesagt hat, sie sollen abnehmen oder zunehmen. Beides. My best friend, she's from Colombia. Meine beste Freundin, sie ist aus Kolumbien. Sie hat sich irgendwann entschieden, zum Aufhören mit dem Tanzen. Von klein auf haben wir zusammen getanzt. Sie war ein riesiges Talent. Aber sagen wir es so, sie hat nicht den idealen Körper gehabt. Sie ist ja Latina. Bei ihr ist ein bisschen mehr dran. Sie hat aufgehört zu essen und Sachen gemacht, die wirklich nicht gut sind für den Körper. Einfach zum Reinpassen. Genau, ich konnte es fast nicht anschauen. Besonders, wenn dir jemand so nahe ist und niemand reinpassen will und es einfach nicht geht. Greta ist schon mit 14 weg von zu Hause, in einer Ballettschule auf Monaco. Mami! Hey, buongiorno. Come? Ihre Eltern mussten sie früher ziehen lassen. Was machst du heute, Mami? Der Kontakt mit zu Hause ist eng. Actually, my mom, like, she has, of course, like, she has many fears. Ehrlich gesagt, meine Mutter hat schon Angst um mich, auch wenn sie es nicht zeigt. The biggest fear for her, that weil ich halt so jung bin und so weit weg wohne. Am Abend schickt sie mir immer eine Nachricht. Oh, Greta, bist du gut heimgekommen? Pass auf, wenn du Tram nimmst oder heimläufst. Ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar. Alles, was ich heute machen kann, habe ich ihnen zu verdanken. Ohne sie wäre ich heute nicht da, das ist klar. Wer sich in der Ballettwelt durchsetzen will, muss Herz in ihm nehmen, ist mein Eindruck. Tänzerinnen und Tänzer vom Opernhaus sagen mir, sie selber hätten nie übertriebenen Drill oder sogar Missbrauch erlebt. Dass Ballett aber auch Schattenseiten haben, über das redet man offen. Als Tänzerin bist du immer von Spiegel umgeben. Wirst bewertet. Im Prinzip bist du nackt. Den ganzen Tag wirst du mit anderen verglichen. Das kann hart sein. That can be tough. If you are in this world, being judged, immer verglichen zu werden, für gewisse kann das auch gefährlich sein. For some girls. Ja, das kann's. The last scandals. In der letzten Zeit hat es ja auch ein paar Skandale gegeben, an Ballettschulen. Ich habe davon gehört. Ich kann mich auch Geschichten aus meiner Schule erinnern. What kind of? Also, wo Leute schlecht behandelt worden sind. Treated in a bad way or? You know. Ja, es hat schon gegeben, dass ab und zu ein harter Kommentar gefallen ist. Nicht nur zum Gewicht, auch wie Tanz ist. Definitiv harte Kommentare. Trotzdem, ich habe viel mehr gute Erinnerungen an meine Zeit an der Ballettschule. Aber ein Thema, ja, das ist es. Ein Topic. Ja, it is. Als Profitänzerin am Opernhaus Zürich ist man ein kleiner Teil eines grossen Ganzen. Insgesamt 800 Festangestellte sind es. Unter anderem Schreiner, Gipser, Kostüm- und Maskenbildnerinnen und sogar zwei Hutmacherinnen. Mit über 300 Aufführungen jährlich ist das Opernhaus Zürich eines der produktivsten Häuser von Europa. Rund 80 Ballettaufführungen gibt es. Für die trainieren sie 6 Tage in der Woche. Auch heute Morgen. Guten Morgen. Good morning.
Wie geht's? Alles gut? Ja, mir schon. Ja. Wie geht's dir? Ich bin ziemlich müde heute. Schon? Ja, ja. Was spürst du jetzt am Körper? Einfach Müdigkeit. Und weil wir heute Abend noch eine Vorstellung haben und danach noch zwei, es ist wie ein Marathon diese Woche. Okay. Ja. Darfst du krank sein? Ja, ja, es ist. Ich bin schon ein bisschen erkältet und ich merke, dass ich sehr müde bin. Ja. Und das ist ein bisschen gefährlich. Ich muss aufpassen. Aber was passiert, weißt du, wenn du dich jetzt verletzen würdest, bist du eigentlich versichert? Also kriegst du trotzdem deinen Lohn? Ja, ja. Das schon? Ja, ja. Ja, 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 ja. Wir sind versichert. Ja. Ja. Hast du eigentlich einen Plan B? Ja, ich denke immer über die Zukunft, weil ich schon 35 Jahre alt bin und ich habe schon einen pädagogischen Kurs gemacht als Tanzlehrer. Wir wissen, als wir jung sind, dass wir müssen eine zweite Karriere finden. Also das ist immer hinten im Kopf und ich glaube, das ist auch eine Chance, finde ich. Heute proben das Stück von morgen, Anna Karenina. Gruppentänzer üben in diesem Saal, Solisten Julia und Daniel nebenzu. Es war schön, aber mit dem Bein gehst du ein bisschen zu hoch. Ein Leben fürs Ballett heisst, Bewegungen tausendmal wiederholen. Das Mal hat es geklappt. Alle sind zufrieden. Die nächste Probe wartet schon. Zeit zum Umziehen. Das ist ein typischer Tänzerinnenfuß. Ja, also harte Dinge haben. Also, weil wir brauchen das so, dass wir keine Schmerzen haben. Also, wenn ich zu weit. Ja, wir müssen mit diesen solchen Dingen bleiben, weil sonst. Nicht so schön für meinen Mann, aber ja, ich brauche das. Es ist eine sehr wichtige Part of the body. Ja. Okay. Zum ersten Mal in meinem Leben schlüpfe ich in einen Ballettschuh. Auf Zehenspitzen stehen ist für untrainierte Füße aber verboten. Nein, ich mache keine Dummheiten. Und dann musst du eigentlich. Ja. Du hast schon alle, oder? Was? Ja. Ja. Nicht alle Leute können das. Die fünfte Position. Zeit für ein Geständnis. Als ich ein Mädchen war, ich wollte immer Ballett tanzen. Wirklich? Das war mein Traum. Okay. Und ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, weißt du, weit weg. Und meine Mutter hat gesagt, das ist nichts für dich. Oh. Und ich war so, aber... Ja, sie hat recht gehabt. Ja, ja, ja. Ich wollte unbedingt nicht. Also ich war nicht Tänzerin werden? Nein. Ah, was wolltest du dann werden? Also meine Eltern, sie sind mein Vater ist eine Physiker, meine Mutter, sie hat Philosophie studiert. So, okay. Für mich war klar, ich werde sicher in die Universität gehen. Ja. Und mit 15, 16 habe ich begonnen zu denken, oh, schade, es wäre vielleicht schön, zu probieren und ich war schon zu alt. Also es war wirklich es ist ein bisschen eine not very common path. Ja. Es ist ach du mein, aber mir tut es richtig weh. Also es sieht super schön aus, aber wenn ich das jetzt, wenn du so auf die Zehen gehst, dann denke ich, oh mein Gott. Nein, nein, ich glaube, es ist normal für uns. Ja, wirklich. Das ist unsere... Ja. Viele Jahre. Ja. Das ist eine Normalität. Das ist sehr Spitzenschuhe. Es gibt viele andere Schmerzen. Die schlimmer sind. Ja. In der Leidenschaft steckt eben auch das Leiden drin. Und auch die Liebe kann man finden hier im Opernhaus Ballett. Wie die Mina aus Polen und Daniel aus England. So we met here in the company. Wir haben uns hier kennengelernt. Wir waren beide sehr jung. Ich bin 2009 ins Junior Ballett gekommen. Daniel war zwei Jahre vorher da. Wir haben uns getroffen und es hat angefangen zu kribbeln. Ja, und dann sind wir zusammengekommen. Wenn man im Leben ein Paar ist, weißt du, wie ihr beide,
tanzt man dann auch besonders gut zusammen? Also dieses Jahr haben wir einmal zusammen getanzt und das war sehr schön. Du warst ja heute bei der Probe, wo Daniel mit der Julia getanzt hat. Sie tanzen sehr viel zusammen. Keine Eifersucht? Nein, nein. Julia ist eine gute Freundin von mir. Wir sind alle so eng zusammen, da gibt es wirklich kein Gefühl von Eifersucht. Such feelings as jealousy, you know? Yeah. And und es gibt gar nicht so viele Heteros in der Kompanie. It's true. Or the nicht mehr, stimmt. Alle Heteromanen sind vergeben. Ist das nicht ein Klischee, weißt, dass viele Balletttänzer gay sind? A lot of ballet dancers are gay. I would say it's half-half. So it's 50-50. Also ich würde sagen, es ist halb-halb. Dass nur schwule Männer tanzen, ist die komplette falsche Vorstellung. Als ich in Zürich angefangen habe, hat es fast nur Heteros gehabt. Aber weißt du, so richtige Heteros. Ich hatte fast ein bisschen Angst. Really scary as well. Some of them at the time. Yeah. Wie meinst du das? Ich weiss nicht. Irgendwie haben sie mich fast ein bisschen eingeschüchtert. Am Abend tanzen sie noch ein Stück von gestern, Angels Atlas, wieder von ausverkauften Rängen. Am Morgen darauf warte ich vergeblich auf Daniel und Jomina. Sie sind zu Hause. Daniel geht es nicht gut. Ja, okay. Ob er heute Abend tanzen kann, ist unklar. Auch Julia, ihren kleinen Sohn, ist nicht fit. Er war nicht super heute in der Nacht. Tanto bella, volevo sapere come sta il piccolino. Ich wollte wissen, wie es dem Kleinen geht. Sempre tosse. Immer noch am Husten. Fieber. Okay, grazie. Okay, danke. Ich denke, heute wird es nicht allzu spät. Ein grosser Kuss. Va bene, un bacione. Ciao, Bel. Ja, nein. Also, das Problem mit meinem Kleinen ist, er hatte diese SRV-Virus. Und was passiert jetzt, ist, dass er ist ein bisschen schwach in seinem Lunge. Und jetzt, jedes Mal, dass er krank ist, machst du dir Sorgen? Ja, immer. Ja. Und ich meine, bei dir, du musst trotzdem funktionieren, oder? Also du hast dein Kind zu Hause, du machst dir Sorgen, aber hier... Es ist auch Leben, Realität. Und manchmal es ist es schon schwierig. Und manchmal, wenn sie krank sind, es ist schwierig, hier zu sein und alles zu vergessen. Und diese zwei Welten, weißt du, Mutter sein und Solotänzerin am Ballett, das passt eigentlich nicht zusammen, oder? Ja und nein, weil... Meine Kinder geben mir so viel und das bringt mir in eine andere Welt. Das gibt mir Kraft für diese Welt, für meine Umgebung. Es beeindruckt mich, wie Julia den Spagat schafft zwischen Mutter und Ballerina sein, als eine der Ersten. Jetzt nimmt es mich Wunder, ob Daniel heute Abend tanzen kann, im Stück Anna Karenina. Hallo. Er ist da. Wie geht's ihm? Ich glaube, er ist okay. Er wird schon packen. Nach diesen drei Tagen ist mir klar, wie viel das ihr leistet, wie viel das ihr opfert, kämpft und leidet. Aber wir geniessen es auch. Voll. Das wäre meine Frage. Zahlt es sich aus? Does it pay off in the end? It does. Yeah. Ja, das tut es, wenn es gut läuft. Natürlich tut es das, darum machen wir es ja auch. Wenn ich tanze, dann spüre ich so viel Freude in mir. There's a lot of joy. Does it pay off financially? Und finanziell? Verdienen wir gut? Do you make, like, good money? Nein. Es geht so, im Vergleich mit anderen Löhnen in der Schweiz. Also sogar Daniel oder Julia als Solotänzer verdienen nicht wie Stars. They don't earn like Stars. Nein, sicher nicht. Wir machen das, weil wir es lieben. Und wir können in einem sicheren Land leben, mit einem Einkommen, das uns ein gutes Leben ermöglicht. Earnings
still allow you to live a good life. Später habe ich nachgeschaut. Der Durchschnittslohn von einer Tänzerin in der Schweiz liegt bei 4'200 Franken brutto. Jetzt mache ich mich auf die Suche nach einem Patienten. Da müsste er sein. Ich hoffe, es geht ihm besser. Hey, Daniel. Hi, so good to see you. Good to see you too. So tell me, how do you feel? Ja, mir geht's besser jetzt. Sicher? Also, ja, ich habe ein bisschen geschlafen und das Gefühl ist schon ein bisschen besser. Okay. Ja, ein bisschen mehr Energie. Wenn du nicht ganz fit bist, bist du besonders nervös dann auch, oder? Ja, ein bisschen mehr. Also ja, ich muss meine Energie ein bisschen mehr sparen. Ja. Und das ist nicht so, das ist nicht so ein gutes Gefühl. Aber es ist so und ich versuche professionell zu bleiben und ich gebe meine Beste. Und schauen wir, wie das geht. Ja. Was machst du jetzt noch? Was hast du für eine Routine? Ein bisschen Zeit für mich selbst, ein bisschen meine Charakter zu überlegen. Wer bist du? Ja, er heißt Steve. Er ist der Bruder von Anna Karenina. Ah. Also, und er ist ein bisschen... Sagen wir so, er hat Frauen gerne, er ist einfach nicht treu. Okay, so also ein Frauenheld. Yes, yes. But he's, er liebt zwar seine Frau, aber er kann einfach nicht widerstehen. Und sie leidet immer. Sie haben eine schwierige Beziehung. They have a difficult relationship. Okay, but do you feel like close? Wie nah ist dir diese Rolle? Ich bin gar nicht so. Aber so jemanden darzustellen, ist eine Herausforderung, die ich sehr gerne habe. Danke. Toi, toi, toi und gute Besserung. Danke dir, gell? Danke dir. Bis später. Ciao, ciao. Ciao, Daniel. Hallo. Auf den Punkt müssen parat sein und Leistung bringen. Auch das haben Tänzer und Sportler gemeinsam. In einer halben Stunde geht der Vorhang auf. Irina frisch frisiert am Aufwärmen. Julia steht vor einer wichtigen Entscheidung. Wenn ich denke, die sind gute Schuhe für die Vorstellung, dann am Abend glaube ich nicht mehr. Oh. Welche sind die richtigen Schuhe? Mhm. Also ich habe das Gefühl, sie sind zu weich, diese. Es ist eine Kombination von hart vorne und nicht zu weich in der Mitte. Ein heikler Moment. Und das kann sehr stressig sein, manchmal für eine, wenn eine Hauptrolle tanzen muss. Es ist wirklich, oh Gott, nein, nicht diese, nicht diese, also wirklich. Diese Zweifel. Ah, jetzt. Ich glaube, jetzt wäre gut, wir müssen wechseln, Kostüme und alles. Also, ja? Dann lassen wir sehen uns. Ruhe. Ja? Wir sehen uns. Super, okay, ciao Mona. Ciao, Julia. 15 Minuten bis zum Beginn der Vorstellung. This is a second call. 15 minutes to go to the beginning of the performance. Julia pudert noch schnell ihre Spitzenschuhe. Andere holen sich beim Inspizient ein Hustenzeltchen. Bringt das Glück? Es ist auf jeden Fall ein sehr kommunikatives Moment. Okay. Ich dachte am Anfang, es wäre die Stimme von den Sängern. Ja. Aber es sind die Nerven von allen. Okay. Auch Technik. Ich bin auch schon ganz flatterig. Courtney is running. Anna Karenina spielt im 19. Jahrhundert und erzählt von russischen Adligen und ihren Liebeswirren. Der Daniel als Schwerenöter vergnügt sich mit seinen Hausangestellten und wird prompt von seiner Frau, tanzt von der Julia, verwünscht. Auch neben der Bühne geht es turbulent zu und her. Die aufwendigen Kostüme müssen blitzschnell gewechselt werden. Während Irmina von verschiedensten Herren umgarnt wird, streiten Julia und Daniel weiter.
gehen am Schluss doch wieder aufeinander zu. Die Aufführung ist ein voller Erfolg, trotz Krankheit und wenig Schlaf. Die Freude und die Erleichterung sind riesig. Es war wunderbar. Ich bin froh. Also wirklich, ich habe nicht gespürt, ja, in einem Moment, dass er krank ist. Und ja, nein, es war gut. Oder? Ich bin ein Schauspieler. Am Nachmittag so. Ja. What's next? Ja, jetzt next. Ich bin sicher, so gern Julia heute aus ihren Schuhen schläuft, so begeistert legt sie morgen wieder an. Diese Tage haben mir eindrücklich gezeigt, ein Leben fürs Ballett ist so viel mehr als nur Tanzen.